Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen Fashion Haul für euch und zwar habt ihr euch den gewünscht, nachdem ich euch ein bisschen was davon auf Snapchat gezeigt habe und dieses Video ist auch wieder Teil des Fashion Oktobers. Wer jetzt nicht weiß, von was ich spreche, ja, es ist so, dass mit mir noch 6 Mädels für euch im Oktober ganz viele Fashion-Videos gezaubert haben. Die Playlist dazu verlinke ich euch unten in der Infobox und natürlich auch die Kanäle der ganzen Mädels. Schaut da auf jeden Fall vorbei, es sind ganz, ganz tolle Videos entstanden. Und von mir gibt es eben, wie gesagt, heute einen Fashion-Haul und zwar habe ich mir Dinge gekauft. In meinem letzten Haul waren es ja Sachen für meinen Mann. Das übrigens auch sehr, sehr gut angekommen ist, das Video, das hätte ich gar nicht gedacht und viele von euch haben mir geschrieben, dass auch sie für ihren Mann einkaufen. Ja. Naja, gut, egal. Also, ich zeige euch die Schätze und ich würde mal sagen, falls es euch interessiert, was es denn so geworden ist, als kleine Inspiration vielleicht für euch, dann bleibt dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Und zwar würde ich sagen, starten wir mit dem Einkauf bei Zara. Ja, da habe ich ganz, ganz tolle Schätze mitgenommen. Und zwar zum einen dieses wunderschöne Kleidchen hier. Ihr könnt schon sehen, es ist schwarz und es hat einen ganz besonderen Schnitt, wie ich finde. Und zwar ist es eher in einer A-Linie geschnitten. Man könnte auch Skater-Kleidchen dazu sagen. Es kommt halt darauf an, welche Schuhe ihr dazu tragt. Also ich hatte das jetzt schon ein paar Mal an mit meinen neuen Hunters, die ich euch auch gleich zeigen werde. Und ich glaube, wenn ich ein Favoritenvideo diesen Monat noch abdrehen würde, was ich leider nicht schaffe, würden definitiv meine neuen Schuhe drin vorkommen. Aber zurück zum Kleidchen. Ich zeige euch ja die Schuhe später auch noch. Und zwar ist es so, dass ja, hier dieses ganz besondere Detail zu sehen ist, kleine Perlchen, dass das Ganze nochmal so besonders macht. Schlicht, aber schon edel. Wie gesagt, es kommt eben drauf an, mit welchen Schuhen ihr dieses Kleidchen hier tragt. 49,95 € habe ich dafür bezahlt und ja, ich liebe das einfach über alles. Genauso wie mir auch dieses Schätzchen hier gefällt und ja, das ich auch schon ein paar Mal anhatte, zum einen zu einem Event. Und ja, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Als ich im Zara war, habe ich erst so ein bisschen überlegt, weil es mir von der Länge nicht ganz so gut gefallen hat. Und zwar ist es so, dass ich nicht genau wusste, mit welchen Schuhen ich es tragen soll. Ich bin ja auch relativ klein, das wisst ihr ja. Aber ich habe dann Pumps dazu getragen und es kommt eben auch darauf an, ja, was für ein Oberteil ihr dazu noch tragt. Ich meine, es ist klar, wir haben es jetzt Herbst bzw. bald Winter und dann wird es hier so ein bisschen luftig. Also wie gesagt, es kommt eben darauf an, wie ihr es kombiniert. Aber ich finde, allein schon durch diese Details hier mit diesen Stickereien wirkt es halt super edel. Und ihr habt hier auch noch Taschen und das bedeutet, wenn ihr so ein bisschen die Hand in die Tasche ja, steckt, dann wirkt es nochmal so ein bisschen sportlicher, ne? Und auch dieses hier hat 49,95 € gekostet und ich mag es super gerne, vielleicht dann jetzt für die bevorstehenden Feiertage, die hoffentlich noch ein bisschen dauern, aber ja, ich bin ganz glücklich, dass ich es jetzt im Schrank habe. Als nächstes habe ich mir noch ein Hemd bei Zara mitgenommen und zwar dieses hier und ich bin ehrlich, ich habe es aus der Männerabteilung. Ich habe Großeinkauf gemacht für meine Jungs und dann ja, hat mich das angelächelt. Es hat nur 7 € gekostet und ich finde es halt richtig cool, jetzt eben für den Herbst vielleicht mit so einer Fellimitat-Weste drüber, einfach so was Grobes, eine Jeanshose, vielleicht eine Boyfriend-Hose und ja, ich bin ganz gespannt, also auf jeden Fall kann ich es mir super gut vorstellen und für mich ein Schnäppchen. Ja, dann machen wir direkt weiter mit meiner Bestellung von Roamwear. Und zwar habe ich mir diesen Chiller-Pulli hier bestellt und zwar steht da drauf, First I need coffee. Also es ist jetzt nicht so, dass ich voll die Kaffeetante bin, aber ich fand den Spruch einfach total witzig. Für zu Hause oder wenn ich mit der Bella Gassi gehe, ja einfach so ein Oversize-Pulli, der schön kuschelig ist und ja, ich mag den sehr, sehr gerne, finde ich richtig cool. Was ich aber ganz toll von meiner Bestellung bei Roamwear finde, ist dieses schöne Schätzchen. Und zwar ist es eine Jacke, wie ihr sehen könnt, eine Art Bomberjacke, aber in schick. Und zwar hat sie 2 Arten von Stoff. Zum einen einen sehr, sehr schönen glänzenden Stoff und hier oben einen angerauten Chiffonstoff, würde ich sogar fast sagen. Mir gefällt die Farbe auch super gut. Ich weiß gar nicht, wie ich sie richtig bezeichnen soll. Also vielleicht ist es so ein ganz, ganz helles Flieder oder ein Altrosa. Aber ich kann mir die halt super gut vorstellen, auch mal zu schickeren Anlässen oder eben sportlich. Da kommt es eben auch wieder auf die Schuhe drauf an, die man tragen wird. Und dann als nächstes habe ich mir bei Roamwear dieses hier bestellt. Das ist eben eher was, ja, für wenn ich Gassi gehe mit der Bella oder wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, vielleicht auf dem Spielplatz, auf dem Sportplatz. Keine Ahnung. Es ist halt relativ dünn, dieses Jäckchen. Das bedeutet, dass ich es mir vorstellen kann mit so einer dicken, groben Weste obendrauf.
damit ich dann eben nicht friere. Es ist auch von der Länge hier schön gemacht. Es geht halt über den Popo, sodass ja, hier die Nieren auch gut bedeckt sind. Beziehungsweise sowas zieht man ja sowieso eher an, wenn das Wetter eben ja, passend ist. So wie heute. Heute scheint schön die Sonne. Da kann ich mir sowas hier super gut vorstellen. Und dann habe ich noch ein richtig cooles Schätzchen ergattert bei Roamwear. Und zwar ist dieser Rock hier reduziert im Moment auf 13 Euro. Und ich kann euch sagen, dass ich schockverliebt war, als ich ihn ausgepackt habe. Ich habe den sofort anprobiert. Und für alle, die jetzt meinen, oh Heidi, der ist aber wirklich sehr, sehr schmal geschnitten. Ja, das dehnt sich hier, ne? Also das ist schön elastisch. Und der sieht so, so toll aus. Ihr habt hier hinten am Reißverschluss sogar noch eine Perle. Ich kann mir den super gut eben auch wieder für die Feiertage vorstellen, für besondere Anlässe. Einfach mit einem Oberteil, das so als Body geschnitten ist, was man dann reinstecken kann. Sehr figurbetont, aber ja, ein einfacher Hingucker. Ganz, ganz toll, super edel, auch super verarbeitet, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte für den Preis. Also hier steht nichts ab, es ist alles super vernäht und ja, ich liebe den Rock wirklich über alles. Ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode für euch, den schreibe ich euch mal unten in die Infobox von Roamwear. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, über wie viel er ist, aber bevor ich es vergesse, sage ich es euch lieber gleich dazu. Und ich habe auch noch was richtig Cooles, das habe ich jetzt am Anfang vergessen, euch zu sagen. Ich habe eine Internetseite, bei der ich mich angemeldet habe, und zwar nennt sie sich Updressed. Das schreibe ich euch auch mal unten in die Infobox. Und zwar ist es nämlich immer so, wenn ich Outfits poste auf Instagram, fragt ihr mich, woher denn die Sachen sind. Und auf der Seite könnt ihr einfach nachschauen. Da geht ihr einfach aufs Bild drauf und dann seht ihr, wo ich das eben gekauft habe. Genau, schreibe ich euch aber wie gesagt alles nochmal unten in die Infobox rein. Wir machen weiter mit Shein und da habe ich ein richtig cooles Teilchen ergattert. Und ich habe erstmal überlegt, als es angekommen ist, ja, weil vom Bild her war mir das nicht klar. Ich dachte, es wäre ein Pulli. Zum einen gefällt mir die Farbe, aber schaut mal, was angekommen ist. Man könnte jetzt meinen, dass es ein Schal ist, aber nein. Man wickelt sich das quasi so um den Oberkörper und es ist richtig, richtig cool. Also mir gefällt es super gut. Es gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich meine, es gibt es noch in Grau und in Schwarz. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ich wollte die Farbe, weil ich einfach finde, dass es super gut eben zum Herbst passt mit schönen roten Lippen. Und ja, also da bin ich auch schon super gespannt, wenn ich das tragen werde. Aber ich glaube, es wird schon definitiv zu meinen Schätzen gehören. Was mir noch super gut von der Bestellung gefallen hat von Shein, ist dieser Pulli hier. Und ihr wisst ja, ich liebe Oversize-Pullis. Ich liebe es, wenn ich so ein bisschen Schulter zeigen kann, wie man vielleicht unschwer heute erkennen kann. Und zwar habe ich diesen Pulli hier entdeckt. Bei dem hier ist es so, dass es halt einen riesen Ausschnitt hat, aber ich mir das super gut mit einem anderen Oberteilchen vorstellen kann von Only. Es hat so ein bisschen Spitze an der Seite, das hatte ich euch auch mal gezeigt. Ich blende euch ja die ganzen Sachen ein, dann könnt ihr es euch auch ein bisschen besser vorstellen. Jedenfalls ist der ganz, ganz kuschelig und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich den jetzt gefunden habe. Auch die Farbe gefällt mir super gut. Einfach mit einer Jeanshose kombiniert, dann seid ihr ganz toll angezogen. Dann habe ich hier noch ein Oberteil von Shein. Und dieses hier ist eben auch schulterfrei. Ihr habt hier oben einen schönen Gummizug und es ist langarm und ganz, ganz kuschelig weich. Für den Preis echt ein tolles, tolles Oberteil. Ich freue mich schon riesig drauf, das zu kombinieren. Und zwar habe ich mir das auch noch so vorgestellt, als Beispiel jetzt für euch, dass ich diese Weste hier tragen werde. Und ja, dann dieses hier eben unten drunter und dann vielleicht einen schönen Rock. Und eine blickdichte Strumpfhose, schöne Stiefel und dann ist man schön angezogen. Oder zum Beispiel auf eine Jeanshose, kann ich mir das auch gut vorstellen. Und ja, also das ist wirklich ganz, ganz toll, auch vom Material her eben. Ich habe euch übrigens gerade noch vergessen, zwei Oberteile von Zara zu zeigen. Und zwar sind es einfach nur Basics, also nichts Spezielles. In meiner Putzroutine hatte ich das in Weiß an, allerdings mit einem V-Ausschnitt. Ich mag die super gerne, diese T-Shirts von Zara. Und zwar sehen die so aus. Hier haben sie jetzt eben einen Rundhals-Ausschnitt und die haben 5,95 Euro gekostet. Ich habe einmal in Weiß und einmal in Schwarz mitgenommen. Die sind halt ganz, ganz weich und ich finde, die kann man halt super gut tragen, auch wenn man Blazer anhat, eine schöne Kette, dann ist man ganz, ganz edel angezogen. Man muss nicht immer Rüschen und Blümchen und so weiter tragen, um schick auszusehen, sondern solche schlichten Sachen, ja, sehen eben auch sehr, sehr schick aus. Und hier sind meine neuen Schätzchen. Ja, ich habe euch die Live-Reaktion von meinem Mann auf Snapchat gezeigt. Ich hatte euch aber vorher auch schon gesagt, dass mein Mann die mit Sicherheit hässlich finden wird. Und es war natürlich tatsächlich so. Ich kenne ja meinen Ehemann. Es war super lustig auf Snapchat, aber ich liebe sie und ich finde die so, so schön. Ich hatte die jetzt auch schon zu dem Skaterkleid an und ich finde, das passt so, so gut.
Und ja, ich habe die bei Tausendkind bestellt. Jetzt werdet ihr euch bestimmt wundern und sagen, Tausendkind ist doch eigentlich ein Online-Shop für Kinder. Ja, die haben aber auch die Marke Hunter und ich habe sie einfach in 39 bestellt und sie passen wie angegossen, wirklich. Ich liebe die über alles. Ich kann mir da jetzt dann auch noch eben so eine Sohle dazu kaufen, eine Lammfellsohle und dann ja, habe ich warme Füße und ja, die mag ich super gerne. Ich musste euch die unbedingt heute in meinem Video zeigen. Wir machen weiter mit diesen schönen Schuhen hier, diesen Chelsea Boots. Ihr könnt schon sehen, es ist nicht eindeutig schwarz, sondern es ist ganz schön viel Blauanteil mit dabei. Aber das ist gerade das, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und zwar habe ich mir die bei Schuhtempel 24 bestellt. Es war so, dass ich sie mir erst in 39 bestellt hatte, dann aber gemerkt habe, dass sie eindeutig zu groß waren. Dann war es kein Problem, dann habe ich sie mir in 38 nochmal bestellt und die passen wirklich wie angegossen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, ich habe schon des Öfteren bei Schuhtempel 24 bestellt. Bin super zufrieden mit deren Auswahl und mit der Qualität und ja, ich liebe diese Schuhe jetzt schon. Ich kann mir die super gut vorstellen, eben auf eine Röhrenjeans zum Beispiel und ja, dann ist man ganz, ganz schick auch wieder hier angezogen. Und zu guter Letzt habe ich mir diese Stiefel hier noch bestellt. Die sind relativ hoch, die sind auch sehr, sehr warm von innen, also die sind gefüttert. Ihr habt hier hinten zwei Reißverschlüsse, der eine, der ist fake und der andere, der ist eben dazu da, dass ihr ihn aufmachen könnt. Wie gesagt, die sind hier innen schön warm und die habe ich mir eben vorgestellt, zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin oder wenn ich einfach einen schönen Rock anhabe, als Beispiel für euch. Und ich finde die halt sehr, sehr bequem. Ich bin hier rumgelaufen hier zu Hause und ich fand die ganz, ganz toll. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht die Größte und da muss ich eben ein bisschen immer aufpassen, wie hoch meine Stiefel sind und die passen mir wirklich wunderbar. Ich habe es euch auch schon ein paar Mal gesagt, die sichern das super gut ab, hier zum Beispiel bei Schuhtempel 24, also die passen richtig doll auf ihre Produkte auf, was ich sehr gerne mag. Also ich achte halt auf sowas, ne? Wenn ich irgendein Paket bekomme, wenn ich irgendwo was bestelle, wie halt auch die Verpackung zum Beispiel ist. Auch die Qualität hier vom Schuh, was natürlich entscheidend ist, ist sehr, sehr gut. Es ist alles wirklich ganz toll verarbeitet. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf, den hier zu tragen. Jetzt aber erstmal noch nicht, weil die Sonne scheint noch ein bisschen. Und ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, bis ich die tragen kann. Aber wenn es dann soweit ist, freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Ja, meine Lieben, das war es soweit von meinem Fashion Haul. Ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch dabei war. Wie gesagt, schaut gerne unten in die Infobox. Ich verlinke euch alle Produkte, soweit ich sie wieder finde. Und schaut auch mal bei Updressed, wie gesagt, vorbei. Da verlinke ich euch auch immer zu dem jeweiligen Bild die Produkte, die Klamotten, die ich eben anhabe. Und ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr natürlich bei den Mädels vorbeischaut. Auch deren Kanäle, wie gesagt, unten in der Infobox. Schaut auch sehr, sehr gerne mal bei meinem letzten Video vorbei. Da würde ich mich total freuen. Und ansonsten könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ihr kennt das Spiel. Ich wünsche euch alles, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!